Hallo da draußen, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ein weiteres Tutorial, und zwar Marker und Map-Icons. Die Frage habe ich ganz oft gehört und ich werde euch mal erklären, wie das Ganze funktioniert, wie man diesen Icon einrichtet und warum und wieso überhaupt. Ganz wichtig, ihr müsst in einer Gruppe sein, um diesen Icon zu setzen. Ja, den habe ich hier gerade gesetzt. Hier. Jetzt setzen wir mal da oben auf dem runden Ding. Ihr versteht, ihr müsst eine Gruppe haben, ihr müsst zu zweit sein, sonst geht es nicht. Eine Gruppe, ja, ist auch immer eine tolle Frage, die gestellt wird. Ihr macht hier Party. Und dann erstellt ihr eine Party, geht zurück, geht auf 8G-Network und ladet dann die Leute Invite to Party ein. Das mal nur so nebenbei. Um den Marker zu setzen, müsst ihr in einer Gruppe sein. Nur nochmal zum letzten Mal. Bitte nicht verwechseln, da vorne habe ich eine Markierung gesetzt und hier ist dieser Marker. Die Markierung, die ihr hier seht, mit der Meteranzahl, setze ich mit M und dann Shift-Taste und linke Maustaste. Ihr seht, dieser Marker wird dann platziert. Ich setze ihn mal hier drüben hin. Linke Shift-Taste halten und dann linke Maustaste und jetzt ist der Marker da drüben. Gut, das hätten wir auch. Dann kommen wir mal zu diesem Marker. Dieser Marker kann auch verändert werden. Dieser Marker kann aber auch gesetzt werden, indem man eine Taste drückt. Dazu gehen wir in Konfigurieren, Steuerung und dann individuelle Steuerung. Bei Tastatur ein Dropdown-Menü, ganz, ganz unten, allgemein Waffen, bla bla bla, individuelle Steuerung und dann die Aktion 2 verwenden. Hier habe ich Tab draufgepackt. Ich lösche das mal. Drück OK. Nur dann wird es nämlich verwendet. Okay, so sieht es bei euch aus. Leer. Draufklicken. Hier in das Feld rein. Tab drücken. Und OK. Jetzt steht hier Tab. Ihr drückt wieder OK. Und nun könnt ihr mit Tab diese wunderbare Markierung hier rund um euch setzen. Diese Markierung kann man auch noch verändern. Und zwar drückt ihr mal die Taste 6 fürs XM8. Geht auf Settings. Und könnt hier Opacity of Third-Party Markers die Transparenz dieses Teiles noch verändern. Seht ihr es auf der linken Seite? Verändert sich. Wunderbar. So viel zu diesem Marker. Wurde ich oft gefragt. Jetzt noch eine andere Sache. Ihr seht da hinten The Big Mac stehen. Wir sind oben links in einer Gruppe. Wenn ich die linke Windows-Taste drücke, seht ihr gleich, geht der Name und seine Entfernung weg. Nochmal linke Windows-Maus-Taste, sehe ich die Entfernung. Nochmal linke Windows-Maus-Taste, sehe ich seinen Namen und die Entfernung. Jetzt finde ich aber dieses Weiß auf dem Hintergrund kacke und den Marker hier, wenn ihr so loswerden wollt, drückt ihr in die Luft. Dann ist der weg, ja? Sonst markiert ihr wieder irgendwo was auf der Map, weil manchmal nerven die auch. Und der gute Big Mac ist für mich jetzt schlecht erkennbar, deswegen habt ihr die Möglichkeit, eure Profil-Color zu nehmen oder hier nochmal bei Color of Third Party Icons die Farben zu wechseln. Grün, Rot, Blau. Und Pink, wie es Smoother machen würde. Ansonsten auch hier Opacity, ganz klar, die Transparenz von diesem Icon. Das war's auch schon. Danke fürs Reingucken. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Wünsche euch eine gute Zeit und markert euch einen Wolf. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.